Moshe Rabbeinu steht zu Beginn des Wochenabschnittes und verkündet große Visionen. Vehozeti, vizalti, vegalti, velakachti. Im Namen Gottes, ich werde euch rausführen, ich werde euch erlösen und ich werde euch wegbringen von diesem Ort. Doch was passiert dem jüdischen Volk? Es geht an ihm vorbei und hat nicht mal die Möglichkeit zuzuhören. Mit kurzer Ruach um Avodah Kasha. In Kurzatmigkeit, sie waren so sehr auf ihre Arbeit und ihren Frondienst fokussiert, sie konnten nicht mal hinhören. Moshe deprimiert das sehr und er sagt, wenn selbst das Volk Israel nicht hinhört, wie soll dann Pharao auf mich hören? Zu Recht. Warum schickt Gott ihn mit so einer Botschaft, mit Visionen in die Zukunft, ihr kommt in das verheißene Land und ihr werdet Gott dienen, wenn sie noch in der Arbeit mittendrin stecken und nicht mal an das Wort Auszug denken können? Sagt der Kotzker Rebbe, warum sagen wir jeden Tag bei Yuadvarim Ele al Levavecha, dass die Worte Gottes im Schma, dass die Worte Gottes auf unserem Herzen sein mögen? Sie sollen nicht auf dem Herzen sein, sie sollen im Herzen sein. Sagt der Kotzker Rebbe, wenn wir sie jeden Tag aufs Herz legen, kommt der Moment, in dem sich das Herz öffnen wird und die Worte, die auf dem Herz sind, ins Herz reingehen. Auch beim jüdischen Volk, vielleicht in dem Moment hatten sie nicht die Gelegenheit und nicht die Ruhe, das Herz zu öffnen, um die Botschaft in sich aufzunehmen. Aber die Botschaft liegt auf dem Herzen und wird ins Herzen reingehen, sobald die Gelegenheit sich bietet. Und jedes Jahr erheben wir am Sederabend 4 Gläser Wein und erinnern uns an diese Worte, um zu sagen, die Vision lässt uns nicht los, auch wenn wir in dem Moment nicht imstande sind, sie zu erkennen, aber in künftigen Generationen wird sie uns wegführend sein. Shabbat Shalom.